Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatz- und Campingplatz-Video mit eurem Dackmobil. Wir sind immer noch an der polnischen Ostseeküste in Puszkowo auf dem Camping Przymurzu. Wir sind hier nur 150 Meter die Straße entlang vom Strandzugang entfernt. Hier hinter der Baumreihe befindet sich direkt das Meer. Und wenn du hier mit deinem Camper, Zelt oder Wohnwagen stehst, hörst du nachts, wenn die Tagesgeräusche erlischen, das Meeresrauschen, die Möwen ein wenig kreischen. Und es ist wirklich herrlich ruhig und idyllisch. Hier haben wir ein Mini-Camping oder Camping-Kombinations-Ressort, wo Ferienhäuser gemietet werden können, wo wir Apartments haben, die ihr mieten könnt und ansonsten, wo Zelte, Wohnwagen und Wohnmobile herzlich willkommen sind. Ihr kommt aus dieser Richtung angefahren. Fußläufig, nicht weit entfernt, ist direkt ein Bäcker. Wie gesagt, in 150 Metern seid ihr am Strandzugang. Davor sind verschiedene Lokale. Wir haben jetzt die erste Septemberwoche. Das ein oder andere beginnt langsam, weil die Saison zu Ende geht, zu schließen. Aber im Moment ist noch so viel offen, dass ihr hier auch nett essen könnt. Am Strand gibt es ein Strandcafé, wo ihr auch gut essen und trinken könnt. Und fußläufig haben wir noch einen Dino, einen Discounter, wo ihr alles, was ihr benötigt, noch kaufen könnt. Die Straße da herunter seid ihr direkt im wunderschönen Küstenwald und könnt stundenlang durch den Wald spazieren. Hier vorbei, die Straße ist gleichzeitig auch Bestandteil des Küstenfahrradweges, wo ihr dann in die Richtung nach Wir blenden es ein, fahren könnt, beziehungsweise in die andere Richtung kommt ihr nach Tričak, Reval und Nirčozo. Schaut in das Video zu unseren Touren, die wir hier gemacht haben. Wir haben alle beide Strecken erkundet und schöne Ecken gefunden. Schaut, wie gesagt, in unsere Polenreisenreihe. Dort seht ihr alles, was es hier drumherum zu erleben gibt. Ihr kommt angefahren. Das Tor ist von 7 bis 22 Uhr offen. Die Anlage ist videoüberwacht, alarmgesichert und hat auch tagsüber jemand, der hier nach dem Rechten sieht. Ihr kommt hier angefahren, haltet hier vorne an und dann ist in der Regel die kleine Anmeldung besetzt. Sollte das nicht der Fall sein, geht ihr rüber zur Rezeption, die wir euch aber gleich zeigen. Wieder einmal kann ich euch nur das erzählen und erklären, wie es war, was ich im Internet gefunden habe und wie es zu unserer Ankunftszeit und Aufenthalt hier war. Ich weiß nicht genau, aber ich meine, der Platz ist von April, Mai bis Ende September geöffnet. Preisliste gibt es ab Mai bis August. Wir haben September, wir sind noch hier, also schätzungsweise von Mai bis September. Man spricht kein Deutsch, kein Englisch, aber der Betreiber benutzt eine Übersetzungs-App und damit geht das wunderbar. Er sagt, sprich Deutsch, also ne, es gibt ja ein Zeichen, sprich Deutsch in sein Handy. Er spricht in Polnisch rein, du kannst es in Deutsch lesen, geht super. Ich hatte gestern gefragt, ob wir filmen dürfen, also alles kein Problem. Abreise bis 11 Uhr morgens, Anreise, wenn eine Tor offen ist und es ist Platz, könnt ihr hin. Zu unserem Aufenthalt war es so, der Chef war nix da und die gute Fee, die hier nach dem Rechten schaut, die hier reinigt und alles andere macht, die Blumen gießt, hat nur gesagt, stell dich hin, wo du möchtest, hieß das. Chef, nix da. Chef, später da, ich wollte bezahlen. Chef sagt, bleiben, Hause. Also von daher, ihr zahlt hier bei Abreise. Wir haben hier vorne an dieser kleinen Anmeldung dann auch direkt schon die Müllentsorgung. In ganz Polen wird auch, wenn ihr meistens in öffentlichen Plätzen seid, akribisch getrennt. Wir haben hier ausreichend große Container für euren Abfall und auch für Glas, Plastik und Restmüll ist gesorgt. Wir haben hier vorne im Eingangsbereich auch schon direkt die Grauwasserentsorgung. Dieses schwer zu erkennende
etwas ist eure Grauwasserentsorgung. Aber funktioniert. Funktioniert. Der Platz ist uneben, dringend Keile mitnehmen. Er ist grob parzelliert. Aber da, wo wir jetzt stehen mit den Wohnmobilen und Rheinglied, standen vorher auch andersherum, zum Beispiel Wohnwagen. Also von daher gibt es da nicht unbedingt Vorschriften. Es gibt einen zur Hälfte asphaltierten, gepflasterten Fahrweg, der aber hinten an der Zeltwiese, ob es unbedingt eine Zeltwiese ist, weiß ich nicht. Es stehen halt alles Zelte da. Man könnte aber auch mit dem Wohnmobil drauf fahren. Entsprechend haben wir wie viele Plätze hier? 50? Nochmal 10 für Zelte? Ja, 35, 40. Ja. Und da oben für die Zelte gehen auch nochmal, natürlich je nach Zeltgröße, zwischen 10 bis 20 Zelte hin. Ne? Okay, gehen wir mal weiter. Der Platz ist beleuchtet, hat Bewegungsmelder am Sanitär und Herzstück des Platzes. Wie gesagt, in diesem Gebäude spielt sich alles ab. Vom Spülen, vom Duschen und was man noch so hat. Wir haben hier auch die Rezeption und da gehen wir direkt mal rüber. Ihr habt euch hingestellt, ihr geht zur Rezeption und sagt, hallo, ich bin da, wenn Chef nicht schon vorne in der kleinen Anmeldung gesessen hat. Hier die Preisliste für die Vorsaison. Saison ist Juli, mal August. Ich denke mal, dass sie für jetzt genauso gilt. Das heißt, das wäre 30, also 60 Slotti, zwei Erwachsene. Plus das Wohnmobil mit 45 oder 55, das weiß ich nicht, wo wir dann roundabout zwischen 105 oder 115 Slotti wären, ohne dass wir dann noch Strom dazu nehmen. Wie gesagt, inklusive ist das WLAN, das es hier geben soll, nachdem ich aber nicht gefragt habe, aber laut Rezensionen gut funktioniert. Das Duschen und die Duschen sind mega. Das Wasser ist richtig geil vom Wasserstrahl und der Temperatur her und den anderen Annehmlichkeiten, die wir hier noch haben. Wie gesagt, hier hinter ist die Rezeption. Dort könnt ihr euch anmelden. Und dort haben wir dann auch den Eingang zur Rezeption. Gehen wir einmal weiter um das Kernstück. Hier sind in dem Gebäude auch Apartments untergebracht. Und unsere Betreiber, ganz liebe, auch wieder ältere Leute, gerade die Dame des Hauses hat ein Händchen für Blumen. Die Geranien hier sind wirklich ein Gedicht, die sind richtig, wie soll ich sagen, vollfruchtig oder so. Also die haben richtig tolle Blüten und auch ihre Rosen. Es gibt einen Gemeinschaftsraum, der vielleicht für Gruppen genutzt werden kann. Im Moment sieht es so aus, als wenn er als Fahrradkeller genutzt wird, aber es gäbe hier auch die Möglichkeit, etwas herzurichten. Da müssten wir fragen, aber dafür ist er ja da, ist auch offen und zugänglich. Hier haben wir den Dusch- und Waschbereich der Damen. Zwei ausreichend große Waschbecken, einen Spiegel, Seifenspender. An jedem auch eine Steckdose und hier zum Duschen genügend Garderoben, wo ihr eure Sachen aufhängen und ablegen könnt. Eine Sitzmöglichkeit, wenn man zum Anziehen das im Stehen nicht hinbekommt. Und eine große, sehr saubere, schöne Dusche, die ihr hier inklusive dem Preis nutzen könnt. Wassertemperatur top, Wassertemperaturbeständigkeit top. Ablagemöglichkeiten, Wasserdruck top, läuft super ab und natürlich haben wir hier auch den Abzieher. Alles immer picobello sauber. Ich war hier täglich duschen und muss sagen, ja, wenn wir solche Duschen immer hätten, wäre das schon optimal. Dann haben wir hier daneben eine Toilette. Auch die sind immer mit Toilettenpapier und ausreichend und zweckmäßig und immer sehr sauber. Weil Moppen steht hier eigentlich an fast jeder Tür, wo man putzen müsste. Auch daneben eine weitere Toilette. Auch hier alles da, alles sauber. Da gibt es keine Beanstandungen.
Die einzelnen Toiletten ziehen sich hier um das Gebäude drumherum. Wir haben hier zwei Handwaschbecken, die man nutzen kann, um einmal etwas sauber zu machen oder sich mal schnell nach dem Toilettengang natürlich auch die Hände zu waschen mit Papierhandtücher und Seife und dem Mülleimer. Auch hier drei weitere Toiletten, die in dem Ganzen in nichts nachstehen. Es wird hier irgendwie mit einem Duftmittel geputzt. Einige sagen, es duftet gut. Ich mag den Geruch nicht, aber es ist wirklich sauber. Ich habe das Mädel, weil wir stehen ja da vorne. Die ist hier morgens um 6 Uhr schon am Wienern und um 10 Uhr läuft die schon wieder. Also da muss man sagen, alles picobello. Hier hat sie nämlich auch ihre Utensilien drin. Wir haben ein Außenspülbecken, immer mit kaltwarmem Wasser, mit einem Mülltuch, Spültücher und Spülwämme stehen zur Verfügung. Die sind inklusive. Dann haben wir hier nochmal eine Dusche für die Damen und für die Herren, wo man dann auch nochmal duschen kann. Auch alles sehr sauber, picobello, mit entsprechend Ablagekörbchen und Haken an der Wand. Hier haben wir nochmal einen Indoor-Küchenbereich. Wieder mit zwei Waschbecken, zwei Spülbecken, auch hier wieder mit Spültüchern und Schwämmen, eine Mikrowelle und genügend Arbeitsplatte, wenn man etwas zubereiten möchte. Dann haben wir hier als letztes in diesem Gebäude noch die Herrenduschen, die zeigt euch der Alfred und Moppi steht auch wieder brav davor. Ja, ein Pissoir, was ja nur die Herren haben. Zwei Spiegel, zwei Waschbecken. Und ausreichend große Duschen, Bodenablass, Haken zum Aufhängen, Ablage. Wunderbar. Und ein wunderbarer Wasserstrahl. Genau, vier Duschen für jedes Geschlecht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Toiletten es jetzt waren. Auch mehrere für die Anzahl der Größe. Ich meine sechs. Ja, völlig ausreichend. Und dann haben wir hier vorne auch schon, und jetzt kommt wieder polnische Machart, die Chemietoilettenentsorgung. Aber die hatten wir auch schon in den Niederlanden, auf dem Schafshof. Da war es fast genauso. Ne? Also, wir haben ja auf dem letzten Platz mit dem Betreiber gesprochen und so ein fertiges Teil zu kaufen, ist denen hier generell in Polen überwiegend zu teuer. Also strickt man selbst, wenn das Holz marode ist, macht man neu. Wir haben hier die Frischwasserversorgung, die Chemietoilettenentleerung und die Spülung der Toilette. Deckel auf, Toiletteninhalt rein, fertig. Wir haben hier bin ich mir gar nicht sicher, ob der Schlauch, der hier, der ist für die Spülung der Chemietoilette. Ja. Mit dem hier könnt ihr Frischwasser zapfen. Mit dem, der geht. Ihr könnt aber auch euren eigenen Anschluss. Aber damit werden auch die Blumen gegossen. Und wie gesagt, er liegt jetzt nicht auf dem Boden. Gestern lag er auch mal auf dem Boden. Ich würde meinen eigenen anschließen und gut ist. Und kleinere Mengen, wenn ich das habe, mit der Gießkanne oder Kanister dann an den Waschbecken holen. Muss jeder selber wissen, unsere polnischen Mitcamper nutzen den, die sind da vielleicht nicht so empfindlich wie wir. Ja, dann haben wir noch den Strom. Also, das sind die Stromsäulen. Um vor Regen zu schützen, kommt dann die Tüte wieder drüber. Achtet darauf, das sind 220 Volt Anschlüsse, aber ihr müsst einen 220 Volt Anschluss haben, wo dieser Pinökel reingeht. Das ist die Erdung. Und dann eben Adapter auf CC. Strom kostet, wie überall, was wir bis jetzt hier in Polen erlebt haben, 30 Zloty, zwischen 30 und 35 Zloty. Tagespauschale ist bis dato auf allen Plätzen der Standard gewesen.
da auch noch die angesprochenen Picknicktische, die ihr zu eurer Nutzung vor eurem Zelt oder Camper setzen könnt. Haben hier einige gemacht und das wird auch gut angenommen. Ich gehe mit euch noch mal hoch und zeige euch noch mal einen Blick von oben. Dann haben wir die Zeltwiese dabei, in der Hoffnung, dass die Kinderchen jetzt gerade am Strand sind, weil ansonsten kann ich es euch ja nicht zeigen. Auch hier im oberen Bereich haben wir noch mal die Frischwasserversorgung. Feuerlöscher sind ein bisschen zugewachsen, aber vorhanden. Wir haben natürlich auch hier wieder überall die Stromversorgung. Nicht abschrecken lassen von der Baustelle, die ruht. Die hat uns gar nicht gestört. Hier war es wirklich mucksmäuschenstill. Hier haben wir den Zeltbereich, wobei von der Fläche her sicherlich auch der ein oder andere Wohnwagen hier oben schon gestanden hat. Und hier haben wir nochmal den Blick von oben. Ja, guck mal, so ein Mover ist schon was Geiles. Das ist schon geil. Könnte ich jetzt stundenlang zugucken, aber für diejenigen, die mit dem Wohnwagen von euch unterwegs sind, die kennen das ja. Ja, und von daher, es war toll hier. Ich würde sogar hier definitiv noch mal wieder fahren, weil auch Puskovo einen richtig netten Charme vom Dörfchen hat. Aber jetzt gehen wir erst noch mal zurück zu Alfred. Auch für unsere kleinen Gäste ist gedacht, gibt es ein schönes Kletter- und Spielgerüst, das man hier nutzen kann, wie auch Rasenfläche, auf denen die Autos für die Apartments und Ferienhäuser stehen und die liebevollen, ja, gut bestückten Terrassen der Ferienhäuser. Also die sind wirklich schnuckelig, die finde ich richtig schön. Da sind wir auch schon wieder am Fazit zu unserem Campingplatz Zymochu. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, wir haben die Ruhe genossen, wir haben wieder festgestellt, dass hier Betreiber mit Herzblut am Werk sind und sagen, für das, was wir vorgefunden haben, hat alles funktioniert, egal ob in seiner Einfachheit oder in seiner Schönheit wie das Bad. Von daher von mir wieder volle Punktzahl und Alfred traut sich schon gar nicht mehr was anderes zu geben als ich. Nein, wir haben vorher darüber gesprochen, wir fanden das hier beide super. Und hoffen, dass die nächsten Plätze, die wir noch anfahren werden, ähnlich sind wie die, die wir euch bis jetzt gezeigt haben. Bleibt dran, wir freuen uns, euch auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut. Ciao. Ciao.